Ja Leute und herzlich willkommen hier wieder auf diesem Channel. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, wichtiges Thema, Black Friday steht an. 24. November ist er, aber dieser Datum interessiert uns gar nicht. Wir wollen gucken, in FIFA 19, wann crasht der Markt wirklich ein? Wann bricht der Markt ein und wann können wir einkaufen? Deswegen gehe ich mir auf diesen Punkt nicht ein, wann verkaufe ich meine ganzen Spieler am besten, sondern wir reden über diesen Punkt, wann kaufe ich ein und wann verkaufe ich diese Investition. Zwei wichtige Punkte, ich will das gar nicht so weit stretchen wie möglich und deswegen gehen wir jetzt zur Desktop-Ansicht, ich zeige euch da was und dann wisst ihr hoffentlich nach dem Video, wann ihr jetzt in naher Zukunft einkauft und wann ihr diese Investition wieder verkauft. So, wir sind jetzt auf der Desktop-Ansicht quasi gelandet. Ganz oben nochmal zur Erklärung habe ich einmal FIFA 19 Spieler Pogba als Beispiel und FIFA 18 Pogba als Beispiel mit Eden Hazard als FIFA 18 und FIFA 19 Spieler, damit ich einfach zeige, wie das letztes Jahr aussah und wie es momentan aussieht. Denn momentan sieht es auch wirklich gerade so aus wie letztes Jahr und deswegen gehe ich auch stark davon aus, dass es wieder so wird. Bevor wir jetzt aber FIFA 19 Pogba anschauen, ist mir wichtig, dass ich euch kurz erkläre, was ich mir beim Ganzen gedacht habe. Wir gehen jetzt auf die normale Karte von Pogba, 87er ohne Update, gehen runter, wir sind bei Footbin und schauen uns seinen Graphen quasi an. Und ja, es ist so, dass ich mein Team ungefähr hier verkauft habe, dieses Jahr, also nicht FIFA 18. Das war am Anfang November, ich habe es glaube ich am 1. oder 2. gemacht, das habe ich in den Livestreams gesagt, dass wir die da auf jeden Fall verkaufen. Und was wir jetzt machen wollen, wir wollen wissen, wann ist diese Tiefphase, welcher Punkt ist die Tiefphase und wann investieren wir. Denn es ist sehr wichtig, dass wir diese Tiefphase erwischen. Denn wenn, wie man sieht, der Black Friday, der 24. kommt erst ganz später, er ist ungefähr hier, das wäre der Freitag. Und da war Pogba letztes Jahr schon bei 500 und 4000 Coins. Wir wollen aber natürlich hier anfangen bei 450.000 und das ist schon immens, dass das um 50.000 gestiegen ist. Diese Coins wollen wir auf jeden Fall mitnehmen und wir wollen dann da oben verkaufen. Genau, und das ist wirklich, es sieht so aus, also mit FIFA 18 Hazard kann ich das auch nochmal gerne zeigen. Hier Anfang November war der Preis bei, ja, so 316.000. Würde man sagen, dass es hier gewesen ist, wahrscheinlich ein bisschen mehr, wenn man am Freitag verkauft hat, 330.000 sogar und wir wollen wieder diese Tiefphase hier erwischen und da ging er schon eigentlich so 270.000 runter und wenn man sieht, jetzt der Black Friday wäre jetzt der 24. und da war schon bei 290.000, das sind auch wieder 20.000 einfach geschenkte Coins, wenn man erst am Black Friday einkauft und das ist eigentlich recht logisch, denn man muss ja logisch denken, wenn alle sagen am Black Friday einkaufen, dann beachtet ja niemand die Vorherphase, da wo es langsam so geht, wo alle sich auf den Black Friday Buch vorbereiten, wo sehr viele Spiele abgegeben werden und viele Coins quasi nicht genutzt werden. Das ist auch sehr wichtig und wir nutzen diese Phase auf jeden Fall aus und guck mal da, er ist bis 340.000 hochgegangen und wir wollen auf jeden Fall das auch ausnutzen. Ganz kurz zu FIFA 19, wie das momentan aussieht, wir haben auch einen 88er Pogba und wir gehen auch auf die Allzeit hoch und es sieht momentan wirklich genauso aus. Also wenn wir jetzt hier Anfang November nehmen, hier ist der zweite, war bei 523.000 und er ist gesunken, 458.000 steht momentan da. Also das sind schon auch, es ist wirklich sehr viel Geld, das ist schon mehr wie 50.000, 60.000. Allein Pogba in diesen paar Tagen und das ist dieser Trend, was ich gesagt habe, das ist dieser Trend, der jetzt hier runter geht. Er geht runter und er geht runter und dann wird er wieder steigen. Genauso sieht's aus mit Hazard. Hazard, 91er Karte momentan in FIFA 19, sieht genau gleich aus. Und zwar gehen wir auf den ersten drauf, da hat er 366 gekostet und momentan kostet 330.000, das sind auch 30.000 Coins Unterschied. Also, was sagt es uns? Das geht auch runter. Ganz wichtig, ich will es wirklich nicht 15 Minuten lang hier rumlabern. Es ist nur wichtig, die Tage. Wann kaufe ich jetzt ein, Ahmed? Wann kaufe ich ein? Wie sieht's aus? Und zwar, es ist ganz einfach. Ich öffne euren Kalender hier, damit ihr erstmal seht. Da muss ich erstmal die Cam wegmachen. So, und zwar, Kalender sieht folgendermaßen aus. Also, wir haben am 24. ist der Black Friday. In dieser Woche will ich nicht investieren, denn da wird es sich wahrscheinlich nicht mehr lohnen. Was ich aber sage, dass der
wenn wir jetzt hier sehen, am Beispiel vom letzten Jahr, da sah es so aus. Da war am 2. November, gingen wir runter bis zum, ja, bis zum 9., das war ein Donnerstag, und dann ging es weiter. Der 11. November letzten Jahres war ein Samstag. Samstag und Sonntag war sogar noch niedriger, bei 440.000. 2 Wochen der Sonntag vor Black Friday war er am niedrigsten. Und das sieht auch bei Hazard so aus, ungefähr. Wir schauen hier. Stand er bei, na komm schon, 266.000. Das war auch einer der niedrigsten Punkte. Er war eine Woche später um 2.000 weniger. Aber dieses Risiko müsst ihr gar nicht eingehen, denn es gibt echt viele Spiele, die da variieren. 2 Wochen vor Black Friday, das ist mir wichtig, Leute, dass ihr das mitnehmt. Wir machen nochmal einen Kalender auf. 2 Wochen vor Black Friday wäre in dieser Woche. Deswegen gebe ich jetzt dieses Video auch online. Am Sonntag. Warum am Sonntag? Am Freitag wird noch eingekauft für die Weekend League. Und am Sonntag sporten noch einmal alle durch und wollen die Weekend League durchmachen. Am Sonntag werde ich investieren, denn ich denke, dort werden die Preise im November am niedrigsten sein. Dort werde ich all mein Geld, ich habe 1,1 Millionen Coins ungefähr, die werde ich alles in Spieler investieren und dort auf jeden Fall alles einkaufen, was geht. Und wie wir sehen hier auch an den Graphen, dieser Hoch, wir müssen diesen höchsten Punkt erreichen, damit wir am meisten Gewinn mitmachen. Und wann ist dieser Punkt? Es ist wieder ein Freitag. Es ist wieder ein Freitag. Warum ein Freitag? Die Weekend League beginnt wieder. Und es ist der November oder Anfang Dezember. Da sich aber unser Kalender ja immer ändert, ist das bei uns hier der 30. November. Also nochmal sehr wichtig, 11. November einkaufen oder 12., wenn ihr wollt. Aber ich werde am 11. einkaufen und am 30. November werde ich auch wieder alles abgeben. Denn das ist dieser Hoch. Wenn wir auch jetzt Pogba anschauen in FIFA 18, ist das auch der 1. Dezember. Der 1. Dezember war der höchste Punkt von Pogba und diesen Punkt hat er nie wieder erreicht. Nie wieder. Wenn ihr dort nicht verkauft, dann werdet ihr nie wieder diesen guten Preis holen oder kriegen. Nie, nie, nie wieder. Wirklich nie wieder. Das ist der letzte gute Preis, den ihr holen könnt. Und dort solltet ihr auf jeden Fall verkaufen. Und ich wiederhole es nochmal gerne. Wie gesagt, am 11. einkaufen und am 30. verkaufen. Es wird zwar echt von einigen empfohlen, aber es ist nie wirklich so direkt ausgesagt worden, wann einkaufen und wann verkaufen. Zu den Spielern. Wen soll ich investieren? Es ist eigentlich gar nicht so schlimm oder so schwer, in welche Spiele zu investieren. Ihr müsst nur beachten, dass es die besten Spieler sein sollten auf den Positionen, die es auf dem Markt gibt. Denn wir wissen, jeder möchte die besten Spieler haben. Das heißt, die Nachfrage, wenn die Weekend League anfängt, werden bei diesen Spielern sehr hoch sein. Deswegen habe ich Beispiele genommen wie Eden Hazard, Paul Pogba und so weiter. Aber da gibt es ganz, ganz viele andere Beispiele. Zum Beispiel Alexandro, einer der besten Linksverteidiger in FIFA 19. Werden auch ganz Spiele fehlen wollen. Conte, Griezmann, Mbappé und so weiter. Also ihr braucht eigentlich nicht wirklich Tipps von irgendjemandem. All diese Spieler werden ungefähr gleich sinken und gleich steigen. Ihr werdet vielleicht beim anderen Spieler 20.000 mehr und weniger machen, aber lasst euch da nicht beirren, weil ihr macht schon wahrscheinlich 100.000 Gewinn mit einem extrem guten Spieler. Schaut einfach die Position, wo ist der beste Spieler und investiert in diesen Spieler am 11. und verkauft ihn am 30. Und ich gehe wirklich davon aus, dass ihr wirklich mit 100.000 eventuell pro Spieler weggeht, wenn ihr das so befolgt. Das wäre so mein Tipp. Wichtig wäre mir noch, und das wurde auch noch nicht gesagt, wenn wir jetzt zurückgehen zu dem Zeitpunkt, denn ihr verkauft ja am 1. Und was macht ihr dann? Ich würde mir ein kleines Team trotzdem lassen. Es ist ein Team so vielleicht 10.000 wert oder sowas, einfach zur Zeitüberbrückung. Denn ich werde persönlich, das wurde auch noch nicht gesagt, 1 Monat lang warten, bis ich wieder mein Team kaufe, was ich gerne spielen möchte. Warum? Warum warte ich 1 Monat? Schaut euch das an, Leute. Nach 1 Monat haben wir ungefähr, sogar noch weiter, also der 1. Januar im Neujahr ist niedriger als der Punkt, in dem wir investiert haben, Leute. Das heißt, an diesem Zeitpunkt kann ich mir wahrscheinlich Pogba plus einen weiteren guten Spieler kaufen. Würde ich aber direkt nachdem ich verkauft habe auch wieder einkaufen, macht es ja keinen Sinn, weil alle dort ihre Leute verkaufen. Das heißt, ihr müsst mindestens 1 Woche warten. Und eigentlich, je länger ihr wartet, desto besser. Ich gehe mit 1 Monat durch, ihr könnt nach 3 Wochen, ihr könnt nach, wie gesagt, das liegt an euch, wann ihr das macht. Ich mache es 1 Monat, ich finde, das ist nicht lange und dort werde ich auf jeden Fall den besten Preis holen, wenn man sieht, wie die
Preisunterschied ist. Bei 400.000 werde ich dann, also wenn man letztes Jahr Pogba nach einem Monat eingekauft hat, bei 400.000 und er war bei 570.000. Das ist 170.000 Unterschied. Das ist ein extrem guter Spieler. Das ist ein Alexandro nochmal auf links. Das ist die Hälfte für einen guten Verteidiger. Das ist vielleicht De Gea oder Courtois, je nachdem welchen Spieler ihr da gerne nehmen wollt. Das ist sehr wichtig. Je länger ihr wartet, desto besser. Ich würde aber nicht länger als einen Monat warten. Ich werde gucken, dass man im Dezember nochmal einkauft. Aber nicht die erste Woche. Ich glaube, da sind die Preise nochmal am heftigsten. Wir schauen uns gerne bei Hazard. Da ist er richtig hart gedroppt. Der ist sogar am 30. November bis zum 14. ist er ungefähr gleich geblieben. Deswegen sage ich, je länger, desto besser. Und dann ist er hart gedroppt. Am Ende hat er 246.000 gekostet und man hat ihn für 334.000. Also das ist echt krass. Das müsst ihr beachten. Tipps, die ich Spieler geben kann, wäre zum Beispiel Mbappé, momentan in FIFA 19 einer der besten. Alexandro, Ramos, Varane, das sind so Spieler, die jeder gerne spielen möchte. Da würde ich eigentlich investieren. Und ich hoffe auch, dass da so viele mitgehen wie möglich. Ich selbst empfinde da keinen Nachteil, auch wenn ich am Ende durch diese Infos weniger Gewinn machen würde, ist für mich gar nicht so schlimm. Nur, dieser Thema wurde nicht gut angesprochen, fand ich. Und ich hoffe, diese Tipps konnten euch helfen. Ja, und dies waren eigentlich die Informationen, die ich euch so kurz vorm Einkaufen mitgeben wollte. Also sehr wichtig, der 11. oder 12. Sonntag oder Montag, dort auf jeden Fall einkaufen. Ich gehe persönlich am Sonntag mit, wie gesagt. Und diese Investition auch bitte sehr wichtig, am ersten Tag der Weekend League, das ist der 30. November, wo die anfängt in dieser Woche, dort alles verkaufen. Denn ich denke, dort wird der beste Preis möglich sein, eine Woche später wird wahrscheinlich der Preis niedriger sein. Ich verkaufe da auf jeden Fall alles, was ich habe und ich warte auch wirklich einen Monat lang, bis ich mir mein Team kaufe. Das müsst ihr nicht machen, aber ich würde trotzdem mindestens eine Woche warten. Denn dann, ja, wie gesagt, der Preis ist wirklich krass und da kann man schon einige gute Mitspieler mitnehmen. Ja, und natürlich ist das auch nur eine Einschätzung von mir. FIFA 19 kann natürlich ganz anders sein, was ich aber bezweifle, weil in den letzten Jahren war es immer so und daher gehe ich auch stark davon aus, dass es diesmal wieder so wird. Ich gehe auf jeden Fall volles Risiko ein, 100%. Und ja, ich hoffe, dass wir uns nach dem Ganzen hier austauschen können, wer wie viel Gewinn gemacht hat. Gerne auch in die Kommentare einfach damit, 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen später, wie auch immer. Darüber würde ich mich sehr freuen. Freuen würde ich mich natürlich auch, wenn ihr ein Abo da lasst, falls ihr neu auf diesem Channel seid. Und ja, wir sehen uns schon das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, liebe Leute. Adios. Ciao, ciao.